B1.5. Unter den Trapezen A, N, B, N, C, N, D, N besitzt das Trapez A0, B0, C0 den maximalen Flächeninhalt. Bestimmen Sie den Flächeninhalt des Trapezes A0, B0, C0, D0 und den zugehörigen Wert für x. Die entscheidende Information ist schon gegeben, nämlich man soll den maximalen Flächeninhalt bestimmen, und zwar den Flächeninhalt der Trapeze. Für die Trapeze kennen wir schon die Flächeninhaltsformel aus der Aufgabe B1.3 und da heißt es, a von x ist gleich minus 0,75x² plus 9x minus 8,25. So, davon sollen wir jetzt das Maximum bestimmen. Um Zeit zu sparen, geht es am schnellsten mit Hilfe des Taschenrechners, und zwar über die Funktion Calculate und dann Maximum. So, machen wir das gerade mal. Bei y ist gleich, geben wir die Flächenformel ein. Also minus 0,75x² plus 9x minus 8,25. Dann gehen wir auf Graph und überprüfen, ob die Parabel sichtbar ist. Das heißt, ob das Maximum sichtbar ist. Dann sehen wir schon, hier das Maximum liegt hier irgendwo außerhalb. Das heißt, wir gehen einmal aufs Zoom und zoomen raus, also auf 4. Ah, jetzt sehen wir, das Maximum ist sichtbar. Jetzt können wir es berechnen lassen, indem wir auf Calculate gehen, dann auf Maximum. Und jetzt hier dementsprechend die gerundeten Werte auslesen. Das heißt also, wir erhalten einen T-Max mit 18,75 für x gleich 6. Soll jetzt jemand keinen Taschenrechner und diese Maximumfunktion haben, geht es aber trotzdem sehr leicht auszurechnen. So, zwar brauchen wir wieder die Flächeninhaltsformel. Und alles, was wir jetzt wissen müssen, ist, das Maximum oder das Minimum einer quadratischen Funktion ist automatisch der Scheitelpunkt. Das heißt, alles, was wir jetzt berechnen müssen, sind die Scheitelpunktkoordinaten von dieser Funktion, von dieser Gleichung. Da hilft uns die Formelsammlung dann wieder weiter, nämlich in der Formelsammlung auf Seite 13 steht, wie wir an diesen Scheitelpunkt herankommen. Die x-Koordinate des Scheitelpunktes, also xs, lässt sich berechnen über minus b geteilt durch 2a und die y-Koordinate des Scheitelpunktes lässt sich berechnen durch c minus b Quadrat geteilt durch 4a. Um zu wissen, was a, b und c ist, können wir noch unter diese gegebene Gleichung noch die allgemeine quadratische Gleichung schreiben mit ax Quadrat plus bx plus c. Und dann können wir sofort sehen, a ist immer der Zahlfaktor vor x Quadrat, b ist immer der Zahlfaktor vor x und c ist immer die Zahl ohne Variable. Also setzen wir ein, für xs folgt dann minus, für b setzen wir 9 ein, geteilt durch 2 mal minus 0,75. Das tippen wir im Taschenrechner ein und das ist dann nichts anderes als 6. Also genau den Wert, den wir oben schon rausbekommen haben. Das gleiche machen wir jetzt mal mit ys. Für c minus 8,25 minus dann 9 Quadrat geteilt durch 4 mal minus 0,75. Wieder einen Taschenrechner eingeben und das ergibt dann 18,75. Und das ist genau der Wert, den wir oben herausbekommen haben.